So, bin jetzt nochmal hier, weil ich das da übersehen hab. So ein Scheiß. Ich habe das zufällig jetzt entdeckt, weil ich die Aufnahme geprüft habe, weil ich sehr heller gestellt habe, ob das okay ist mit der Helligkeit. Und dann habe ich mir die Aufnahme angesehen und ich war so, warte mal eine Sekunde, da draußen ist was. Ah, und dann habe ich jetzt schnell mal alles von vorne gespielt. Das Kapitel war ja zum Glück noch nicht so lang. Oh. Na, hoffen wir mal, dass das alles passt. Wir sehen uns gleich wieder dort, wo wir die Fleischbrötchen gesehen haben. Bis dann. So, dann sind wir wieder da. Jetzt schauen wir uns weiter um mit ihr. Maschine zur Herstellung. Diese Fleischbrötchen werden wirklich systematisch hergestellt und verarbeitet. Es ist völlig normal für eine Fabrik, aber es hat dennoch etwas Gruseliges an sich. Was machst du denn da? Shinigami. AED. Okay. Tür auf! Wie er die Tür immer so aufmacht. So. Ja, sofort. Na und? Ja, die Amazon-Mitarbeiter sind nicht so glücklich. Sieht so aus, als würde diese Maschine etwas in der Fabrik überwachen. Ich habe aber keine Ahnung, was da steht. Es hat keinen Zweck, sich über Dinge Sorgen zu machen, die du nicht herausfinden kannst. Vergiss es und geh weiter. Stimmt auch wieder. Im Moment ist es das Wichtigste, weiter voranzukommen. Gut. Können wir noch hochgehen? So. Sehr merkwürdig. Mhm. Das wird es sein. Das speziell ausgewählte Fleisch. Ich habe ein sehr mieses Gefühl. Irgendwie komisch. Von hier können wir auch nichts anschauen irgendwie. Oh, um Gottes Willen, was ist denn da los? Essen Sie da die Fleischbrötchen? Oh, das ist ein Roboter. Oh nein, das ist... Das sind Menschen. Sehr freundlich. Wirklich, Kurumi? Du solltest Detektivin werden. Sehr intelligent. Schlussfolgerung. 10 von 10. Jetzt ganz ruhig. Wir können ja einfach wieder weglaufen, I guess. Vielleicht kommt ja... Oh, benutze Geräusche. Benutze das Rohr. Geräusche? Ah, fucking no. So da. Oto da. Saki. Sind das dampfende Fleischbrötchen oben drauf? Ah! Nimm das Tablet, Mann! Yay! Food! Ticket. Ich weiß, das habe ich schon gesehen. Oh Gott! Was ist denn das? Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel in so eine Richtung geht. Es sieht so aus, als würde diese Maschine Luft in den Förderbereich blasen. Nun, das ist eine Lebensmittelfabrik, also vielleicht um den Ort hygienisch zu halten. Oh mein Gott.
jemandes Überreste. Kann ich da hingehen? Okay. Sorry. I'm sorry. I just wanted to check. Du kannst aber voll reinrennen. Wie doof. Haben wir das jetzt trotzdem noch? Ja, okay. Aber die Musik ist geil da hinten. Das sind Desuhikos Klamotten. Warte! Das ist doch nur ein Scherz, oder? Die sind nicht tot. Okay, nein. 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 Der... Nein. Er hat die Klamotten weggeworfen oder sowas und verkleidet sich als wer anders. Das ist... Nein, das kann ich nicht glauben. Der Chef ist tot. Die bringen doch nicht noch einen Protagonisten um. Sehr höhnische Durchsage. Warte, das ist überhaupt nicht bewiesen, nur weil diese Durchsage das sagt. Ich bin noch nicht ganz davon. Ja, die Aussage kenne ich gut. Ich glaube, das spielt jemand mit uns. Vielleicht der Makoto. Vielleicht ist es der Makoto, der da am anderen Ende sitzt und sich einen Spaß draus macht. Vielleicht hasst er die Detektive. Ich meine, der Makoto... Ich weiß nicht. Also ich habe eine Idee, aber die ist so weit hergeholt. Und ich weiß nicht. Also weil ich glaube, was ich glaube nicht stimmt, weil das wäre zu offensichtlich oder keine Ahnung. Dass vielleicht der Number One der Vater von Makoto ist oder so. Und der Makoto aber den ich mag und aber deswegen die Detektive auswendig kennt, so die... Dass der Makoto halt, weil er der Sohn ist, diesen Satz kennst du. Ja, du musst halt die perfekte Lösung finden und sowas, bla bla bla. Und der Makoto eigentlich alle Detektive hasst oder sowas? Ich weiß es nicht, Mann. Okay, ich schmeiße hier auch nur was rein. Ich hoffe nicht, dass es so ist, weil das wäre doof. Aber wieso hätte er uns denn das Gas geben sollen? Und wieso sollte das Desuhiko sein? Nein! Nein! Ich glaub's nicht, bis ich's gesehen habe. Und die Knochen beweisen überhaupt nichts. Da liegt kein Toter vor mir. Es ist, das ist nicht, Das ist noch kein Beweis für mich, weil... Nein. Motomoto. 辺境の一都市に過ぎなかったカナイクはアマテラス社が拠点を置いたことで発展した。そして今から遡ること10年前、アマテラス社はホムンクルスの研究に着手。世間的には極秘の研究だけど、アマテラス的には超三級。
VR? Die wer? Die VR, die Volksregierung oder wer? Die Vereinigte Regierung. Die Volksregierung. Ja, Mann, die Volksregierung. Die Vereinigte Regierung. Wer soll denn das sein? Alles Bastarde, die da im Staate sitzen, im Parlament. Und die WDO ist zufällig da reingeraten. それもう少し続きがあるみたいだよ。まずは読んでみれば。現在、ホムンクルス研究について判明しているのは、人工細胞で人間を丸ごと作るってことだけだ。ベースとなる人間のDNAをを採取し、それを核とした人工細胞を作って培養する。クローンと違って、胎児から成長させる必要はなく、 Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ein wenig, ja, weil was? Bitte, danke schön. Diesen Bericht, danke. Dieser Bericht. Ah ja, der Bericht. Ich glaube auch noch nicht dran. Ich glaube noch nicht, dass er tot ist. Ich glaube, das soll uns discouragen. Runterziehen. Keine Ahnung. Ich muss zuerst sehen, dass er wirklich... Desuhiko. Desuhiko lebt, da bin ich mir sicher. Ich muss einen Weg herausfinden, damit ich nach Desuhiko sehen kann. Alter, wenn die wirklich alle anderen jetzt auch noch umbringen, dann kotze ich aber im Strahl. Das ist das, also... Dieses Spiel hat sich ja schon einiges getraut, ja? Aber glaubt ihr echt, dass sie sich so viel trauen, dass sie sind so, oh ja, wir bringen auch noch alle anderen Hauptcharaktere und sowas um, eiskalt? Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel so brutal ist. Ich habe noch nicht einmal Horrorspiele oder Actionspiele gesehen, die so eiskalt sind, dass sie so deine jeden von deiner Squad nehmen und alle umbringen. Ich habe sowas noch nie erlebt, weil sich das niemand traut, weil alle so sind so, ich kann nicht umkehren, ich muss die Wahrheit aufdecken. Ich will ja nicht raus. Ich wollte mich ja nur umschauen. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich glaub's nicht, bis ich sehe. Da drüben ist übrigens Halladas Klamotten. Vor allem, wir sind ja ohnmächtig geworden, ja, das Gas hat uns ja alle einschlafen lassen. Es kann ja gut sein, dass sie entführt worden sind und jetzt, damit wir unseren Mut verlieren und was weiß ich. Weißt du, dass wir den Mut verlieren und alles, haben sie allen die Klamotten ausgezogen und sie hierher gepackt, auf irgendwelche Leichen und hingelegt. あれだけ警告しておいたのに、またお仲間が食べられてしまったようですね。どんなに腕に覚えがあっても、所詮数の暴力の前では無力。Äußerst aufbauend. 違う、そんなわけない。
Ich glaube noch nicht dran. Nein. Vielleicht wurden sie gezwungen, sowas zu schreiben. Das ist immer schön, die Regierung. Ja, deswegen sind wir alle. Gut. Ich weiß noch nicht. Was willst du von mir? Hör auf, für mich zu recherchieren, du Kauz da oben. Ich würde sagen, das letzte am ehesten. Immerhin bin ich hier aufgewacht und bis jetzt nur dem Pfad gefolgt. Ja, wirklich? Was? Ne? Das ist, ich hab Geld ausgegeben für dieses Spiel, weil ich gerne Rätsel löse. Solche Geschichten habe ich gerne. Warum er es machen möchte, weiß ich nicht. Vielleicht bist du. Vielleicht bist du süchtig. Nein, aber es hilft einem auch. Also, es hilft einem vielleicht weiterzumachen. Was ist die Sache mit dem Chef? Ja, tut weh. Ja, genau. せいぜい孤独な戦いを続けるといい。孤独な戦いだなんて間違ってる。気持ちが通じ合っていれば一緒に戦えるはずだよ。もちろん。believe。believe。believe。わかってる。僕は一人じゃない。 ここまで来られたのもみんなのおかげだ。この先にはきっと僕たちみんなが求めていた真実が隠されている。
Deswegen spiele ich das ja immer noch. seit Stunden so. Ich will wissen, was jetzt dahinter steckt. Ich kann nicht mehr warten. Ist ein Aufzug oder was ist das? Gar nichts. Wie konnte das passieren? Wir können hier nicht rumstehen. Lass uns gehen, Kurumi. Ach, Mann. Also ab nach draußen mit uns. Tür. Bling. Ist nicht draußen. Keine Ahnung. Irgendwie sind die Leute... Hallo. Klopf, klopf. Eine Scheibe klopfen. Hallo. Das große Turbine. Eine riesige Turbine dreht sich. Sie muss diesen ganzen Bereich mit Strom versorgen. Da ist eine Menge Metall, nur um ein paar Fleischbrötchen zu vermengen. Ja. Schau mal, da sind ganz viele komische Sachen. Als ob da was reingegeben wird in die Fleischbrötchen hinein. Oh Gott, da steht jemand. Will ich mit dem reden? Jemand drin? Was meinst du drin? Oh, ist das Zilch? Schau mal, die Ohren zucken. Ich habe mir gerade gedacht, wieso bewegt sich die Gehirnhälfte da oben, aber es sind seine Ohren. Ja, der Zilch, das ist der erste Mörder, den wir gestellt haben. Diese Düse ist komisch. Wer auch immer dahinter sitzt. Eiskalt. Junge, so nichts hält mich auf. Oh Gott. Ja, siehst du? Wie geht's? Wer ist das? War ganz, ganz am Anfang. Genau. Vielleicht ist er ja nicht so hungrig. Na, dann wissen wir das jetzt auch. Gut. Danke für die Info. Falscher Zilch. Er kann sprechen. Verstehst du es nicht? Kann ich mit der Kurumi reden? Juma, bist du fertig mit Reden? Nein, es gibt noch Dinge, die ich fragen muss. Kannst du noch ein bisschen warten? Als ob sie eine große Wahl hätte. Hey, Zilch, Alter! Wie geht's? Wie steht's? Bleib genau da stehen. Ja klar, wenn dir das hilft. Warum ist er aber so anders von den anderen? Ja, dann sag doch einfach, dass du es bist und frage ihn als Yomi. Danke, Shinigami. Idiot. Über Yomi, über diesen Ort. Über Yomi. Yomi, nicht über mich. Ich möchte dir etwas über mich erzählen. Yomi-sama. Die Ohren irritieren mich immer noch. Die haben mich damals schon irritiert und jetzt tun sie es auch. Und vor allem ist es dann noch so schmutzig. Ich
仕事がやりやすい環境でした。あなたも側近として働いていた頃が。Okay. Also man natürlich den Makoto. Der war noch nicht da und hat ihnen Probleme bereitet. Wie war es denn damals, die guten alten Zeiten? Externe Militärorganisationen. Und jetzt sieh dir an, wie tief er gefallen ist. Wurde festgenommen. Hoffentlich ist er nicht ausgebrochen und sowas. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ah, ja, weil ihr entscheidet, wer halt aufrichtige Bürger sind und wer nicht. Die guten alten Zeiten, die Diktatur, die Dictation. Was für eine Verschwendung von Leben. Du? Das hat ihn wahrscheinlich gar nicht gepasst, also. Ja. Ach Gott. Noch schön, dann über diesen Ort. Tachiri-Kinshi-Kuiki? Das ist das längste Wort, das ich je gehört habe. Also das war sein Labor hier und dann wurde ja abgezogen vor 3 Jahren oder so von einem Projekt. Und ja, wahrscheinlich wurde aus dem Labor hier genommen und dann halt nach... Welche Konkurrenz? Ich glaube, ihr habt dafür lange Zeit das Monopol auf sowas. Nun, du stehst hier. Hurra! Freude kommt auf! Gut. Wehe, du fangst jetzt an, mich aufzuessen. Vor 3 Jahren, oder? Weil das hat uns der Makoto gesagt, dass er irgendwie vor 3 Jahren hier. Schon wieder dieses Geheimnis. Wir wollten die Fubuki auch fragen. Nach dem Ding, glaube ich, oder?
それが金井区で禁区になっているってことだけだ。空白の1週間事件について知ってるんですか？それってどんな事件だったんですか？クソ。Okay, da wiederholt sich, glaube ich, nur. 金井区が変わっちまったのは全部あの仮面野郎のせいだ。あのクソ野郎が現れたのは いつでしたっけ？もう会話が成り立ってない。イライラする。そうそう、はぁ、とまいねぐーて。空白の1週間事件のあった頃だ。あの事件の直後、どこからかかいや、das haben wir schon gehört. Aber Er hat irgendwas gemacht, weswegen er dann zum CEO ernannt wurde. Er wollte uns aber nicht erzählen, was. Ja, sehr merkwürdig. Das verwirrt mich. Er will. Der Makoto gibt uns eine Schachtel mit Gas. Und stellt aber die Homunculus-Forschung ein? Ist er jetzt gut oder böse? Oh Gott. Ja, okay. Immer rauf und runter mit den Ohren. Tschak, 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 tschak. Yomi-sama mo o suki desu ne. Hahaha. Das ist ein Glitch. Nein, das ist eigentlich normal, wenn du mit NPCs reden, wiederholen sie meistens das Letzte, was sie gesagt haben. Yomi-sama. Ach du meine Güte, ja, ist doch schon gut, Mann. Vor 5 Jahren, ja, ja. Ich glaube, allein für dieses Gespräch haben wir jetzt eine Viertelstunde gebraucht. そこで最重要ホムンクルス実験なるものが行われたみたいだ。で、その直後に起きたのが空白の1週間事件って言ってたね。Sehr merkwürdig。問題はその空白の1週間事件っていうのがどんな事件なのかってことだよ。この話、くるみちゃんにはまだ聞いてなかったな。金井区では禁区らしいけど、彼女なら。Der Großvater von Akurumi könnte ja auch noch irgendwo sein. Als Lebender. Oder keine Ahnung, weil der ist ja nur verschwunden. Aber vielleicht ist der auch abgehauen aus dem Stab. Wo ist sie jetzt hin?